World, Camp Cretaceous, die Animationsserie zur Jurassic Park, Jurassic World Reihe ist jetzt auf Netflix verfügbar. Ich habe sie mir angeschaut und ich muss sagen, ich schweife erstmal ein bisschen aus. Der erste Trailer, der Teaser-Trailer mit dem Dschungel und dem Raptor, der auf einmal auftaucht und dann in die Kamera gesprungen ist, der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe gedacht so, wow, das wird richtig geil bestimmt. Der letzte Trailer, der vor Veröffentlichung der Serie, der ersten Staffel rausgekommen ist, der hat mich schon so doch zweifeln lassen. Genauso wie das andere, so die Bilder und so, die man im Vorfeld gesehen hat, da habe ich gedacht, boah, nee, das wird eher so Kleinkinderserie und viel zu witzig und albern und hast du nicht gesehen. Da habe ich echt die schlimmsten Befürchtungen gehabt, aber die sollten sich nicht bewahrheiten. Dazu aber später mehr. Ich sage euch erstmal so ein bisschen was zur Story. Also die Handlung setzt wenige Tage vor dem ersten Jurassic World Film ein und verläuft im Laufe der Staffel dann parallel zu den Ereignissen des ersten Jurassic World Films. Teilweise überschneiden sich die Handlungssequenzen sogar. Da sieht man zum Beispiel, die Teenager verstecken sich im Gebüsch und da läuft der Indominus Rex vorbei, verfolgt vom Helikopter mit Masrani an Bord und ja, er rennt ja dann quasi in das Gehege, sag ich jetzt mal, mir fällt das passende Wort gerade nicht ein, wo die Flugsaurier drin sind, die dann dort befreit werden und ausschwärmen. Das ist ein Beispiel, wo sich die Handlung zu Jurassic World, also auch zu dem, was man in Jurassic World zu sehen bekommt, überschneidet. Aber da gibt es auch noch so ein paar Szenen und Sequenzen mehr. Die will ich jedoch noch nicht verraten, weil sonst immer so ein bisschen Spannung raus, finde ich. Ja, da will ich euch gerade noch so ein bisschen was grob zur Story erzählen, damit ihr ungefähr wisst, worum es geht. So eine Gruppe von 6 ungleichen Teenagern, Jungs und Mädels, haben quasi das Privileg als Erste, das Camp Kreidezeit, also Camp Cretaceous, in Jurassic World zu erleben. Doch, und das wissen wir ja aus dem ersten Jurassic World Film, nach kurzer Zeit, nach ein paar Tagen, bricht dort das Chaos aus, weil die Dinosaurier ausbrechen und die Panik ist auf der ganzen Insel verteilt und ja, die Kacke dampft gar sehr. Das führt natürlich dazu, dass die Teenies da eines Morgens aufwachen, die Betreuer sind gerade nicht da und die 6 Kiddies sind dann quasi auf sich alleine gestellt, müssen auch aus dem Camp Kreidezeit fliehen und sie versuchen, die letzten Schiffe zu erreichen, die in wenigen Stunden quasi ablegen, aber diese Schiffe befinden sich natürlich genau auf der anderen Seite der Insel. Ja, dumm gelaufen. Das heißt, sie müssen einmal quer über die Insel, um da runterzukommen. Ja, das beginnt quasi ein nackter Kampf ums Überleben beim Überqueren der Insel und sind ständig auf der Flucht vor den entweder Indominus Rex, aber auch vor anderen Fleischfressern und gefährlichen Dinosauriern, die ihnen natürlich dadurch, dass alle da ausgebüxt sind, ständig über den Weg laufen. Generell muss ich sagen, wird auch viel Bezug zu bis dahin allen Jurassic Park und World Filmen genommen, also Jurassic Park 1 bis 3 und Jurassic World. Sowohl vom Soundtrack her als auch die Charaktere wie Dr. Grant, Ellie Sattler, John Hammond, Dr. Wu, Claire Dearing oder Simon Masrani. Also alle finden auf irgendeine Art und Weise Erwähnung oder sind auch Teil der Story. Und generell ist auch die Serie voller Querverweise und Easter Eggs auf das gesamte Franchise, was ich sehr cool finde, denn es gibt doch wirklich hier sehr viel zu entdecken. Ja, die erste Staffel hat eine FSK ab 6 bekommen und ist irgendwo, finde ich, auch okay. Es finden trotzdem relativ viele Kills statt. Also, dass irgendwie mal Leute von Dinos gefressen werden. Jedoch bekommt man das nie zu sehen. Die Kamera hält quasi nie drauf. Es passiert irgendwie immer im Off. So. Also, man kriegt es im Hintergrund mit oder es ist irgendwie hohes Gras oder ein Busch oder ein Baum irgendwie im Weg, dass man den Dino nur da mit der Schnauze unten auf dem Boden am Rumrödeln sieht. Aber es fließt kein Blut oder es spritzt kein Blut und man sieht auch irgendwie keine abgebissenen Körperteile oder wie irgendjemand im Maul des Sauriers hängt. Von daher ist die Freigabe völlig in Ordnung, finde ich. Trotzdem muss ich sagen, es ist nichts für, sag ich mal so, zart beseitete, ich will jetzt nicht sagen überbehütete, aber zart beseitete Kinder ist, dann würde ich eher schon sagen, so ab
8 vielleicht, ne? Also wenn man da wirklich ein bisschen empfindliches Kind hat, dann sollte man vielleicht wirklich überlegen, lasst man das Kind schon ab 6 gucken oder vielleicht dann wartet man ein bisschen noch. In dem Fall schaut es euch vorher an, macht euch euer eigenes Urteil. Ja. Und ich muss sagen, die Charaktere der 6 Teenager sind wirklich gut ausgearbeitet und überraschend facettenreich. Jeder von ihnen hat einen guten und auch nachvollziehbaren Background verpasst bekommen, sodass für jeden der jüngeren Zuschauer auf jeden Fall mindestens eine Identifikationsfigur dabei ist. Und das muss ich sagen, das hätte ich echt nicht erwartet. Überrascht war ich auch, dass auch so einige erwachsene Themen da präsent waren, wie zum Beispiel ja, so Sachen wie Spionage oder auch Themen wie Tod oder Verlust von geliebten Menschen, was hier sehr deutlich thematisiert wird, ist vorhanden. Und das hätte ich der Serie also im Vorfeld ehrlich gesagt nicht zugetraut. Ja, und wie es euch schon mit Sicherheit rausgehört habt, also ist eine Serie, die ist nicht nur für die jüngeren Dino-Fans, sondern auch für die erwachsenen Fans der Reihe sehr gut geeignet. Und Jurassic World Camp Cretaceous hat mich wirklich, wirklich sehr positiv überrascht. Also ich habe längst nicht damit gerechnet, dass da so eine gute Serie bei rumkommt. Also vor allen Dingen auch Animationsserie. Ich meine, der Animationsstil muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Also hat man aber allerdings sehr schnell. Also gleich in der ersten Folge gibt es animationstechnisch in den ersten 5-6 Minuten eine richtig schöne Spielerei. Also ich verrate es aber nicht. Ihr werdet es wahrscheinlich selber merken, wenn ihr es guckt. Aber ansonsten fällt einem auf jeden Fall dann schon nach wenigen Minuten überhaupt nichts mehr so negativ aus, weil man so mittendrin im Geschehen ist und so dabei. Also es macht charakterlich und inhaltlich wirklich vieles gut, was der Animationsstil, wenn man den Trailer zumindest erstmal gesehen hat, wo man so denkt, ja, okay, aber grandios. Ja, abschließend bleibt noch zu sagen, die erste Staffel hat 8 Folgen, die gehen jeweils so Pi mal Daumen, 27 Minuten das Stück. Und ja, ich muss jetzt so einen kleinen Medi-Spoiler raushauen. Es besteht die Möglichkeit, beziehungsweise das Ende schreit geradezu nach Staffel 2. Und ich muss sagen, von mir aus, ja, sehr gerne. Haut bitte in der Staffel 2 raus. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie es weitergeht, beziehungsweise wie sich der Kreis letztendlich schließt zu Jurassic World, das gefallene Königreich. Denn da ist definitiv sowohl zeitlich als storymäßig auch noch reichlich Luft drin für die Camp Cretaceous Serie. Ja, und Jurassic World Camp Cretaceous zum Fazit bekommt von mir, was soll ich sagen? Ja doch, also ich bin da wirklich sehr angetan, also vor allen Dingen, weil sie mich so positiv überrascht hat und auch so gut umgesetzt ist. Sowohl für Kinder ist genügend dabei, von der Optik auch so ein bisschen Identifikationsmöglichkeiten, als auch diese seriös umgesetzten, reingepackten, erwachsenen Themen, die hier wirklich dabei sind. Es ist gut Drama dabei, der Witz ist gut dosiert, der Humor, und es ist auch viel Spannung mit drin. Also von daher würde ich sagen, bekommt Camp Cretaceous tatsächlich von mir 8,5 von 10 möglichen Punkten für die erste Staffel. Ja, und wenn ihr reingeschaut habt, ne, dann sagt mir doch mal, wie euch die erste Staffel gefallen hat. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und das war's für heute. Ich danke fürs Einschalten und sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Fandest du dieses Video auch so lecker? Dann abonniere doch meinen Kanal und schau dir auch meine alten Videos an. Aktiviere die Glocke, damit du keines meiner aktuellen Videos mehr verpasst. Und folge mir gerne auch auf Instagram unter dem Hashtag MatsUpVideo.